Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Video meiner Ranking Stage zu den Top 14 Games 2022. Und ich muss ehrlich sagen, Platz 1 und Platz 2 liegen so beieinander wie noch nie zuvor. Es gibt Aspekte, die ich glaube ich aus rein technischer vielleicht Sicht, ich weiß nicht, oder spielerischer, ich weiß es nicht, woran ich das festgelegt habe, aber beide Spiele sind für mich Top-Spiele in dem Jahr gewesen. Und ja, wir starten mit Signalis, einem deutschen Spiel von zwei Menschen in Hamburg entwickelt, über 8 Jahre. Ich habe von diesem Spiel sehr lange nichts gehört. Und ich habe es auch nicht zum Release gezockt. Ich habe es am Anfang Dezember erst geholt, denn ein gewisses Video, das Bild, was hier gleich eingeblendet wird, Speckobst-Fans oder Speckobstler-Fans werden genau wissen, was ich meine. Und hier ist kurz das Bild. Und Bild ist weg. Danke. Und genau dieses Video hat mir genauestens beschrieben, was dieses Spiel ist, weil ich habe schon dieses Spiel sehr interessant drauf geguckt, ja? Bei Hooked. Und ich habe ein bisschen zugeguckt und es ist lange nichts passiert. Und ich dachte so, Signalis, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich habe auch, irgendwie ist es auch unter meinem Radar gelaufen. Und ich dachte so, okay, alles klar. Signalis ist, glaube ich, kein Game für mich. Und dann kam dieses besagte Video von Speckobst. Und dann habe ich dieses Spiel gekauft. Und meine Fresse, dieses Spiel hat mich so indoktriniert, Leute. Das ist unfassbar. Über die ganze Zeit, ich habe dieses Spiel gefühlt. Und dieses Spiel macht wahnsinnig, wahnsinnig viel mit seinen Interpretationen und hat so viel Eigenes. Fortsetzen. Ich will mal neu beginnen. Und ich muss schon sagen, also, das ist schon ein. Also, können wir bitte. Ja, ich kann einfach nicht anfangen, ohne genau meine Worte zusammenzubringen. Dieses Spiel ist ein Survival-Horror-Game par excellence. Also, es verbindet die alten Gameplay-Mechaniken in moderner Zeit. Von den ersten drei Resident Evil bzw. Resident Evil Remakes mit der psychedelischen Art und Weise von Silent Hill mit Anleihen auf gewisse, wie soll ich das sagen? Also mit Inspiration im Stil von Retro-Cyberpunk, ja? Also Retro-Sci-Fi, ja? Die Thematik ist natürlich deep. Die ist psychedelisch, die ist krass. Der Grafikstil ist hier Low-Poly-Grafik, bekannt durch eher PlayStation 1 bzw. Sega CD-Grafik. Also, das sind so, ne, das sind Low-Poly, also das wirklich mit Gittern und so weiter und so fort. Die Sicht wird hier die ganze Zeit gegeben. Also, so, das ist die ganze Zeit diese isometrische Sicht. Und so fängt das Spiel auch an. Die Zwischensequenzen sind in einer gewissen Art Zwischensequenz gezeichneten Bildern, die wirklich den guten Vibe geben. Signalis ist ein Spiel, das euch. Also, ich rede jetzt von meiner persönlichen Erfahrung. Signalis ist ein Spiel, was euch den Teppich oder den Boden wegzieht. Also,
wenn ihr euch darauf natürlich einlässt. Denn dieses Spiel macht mit seiner Handlung, mit seiner Atmosphäre so viel, dass ich es nicht in Worte fassen kann, wie wahnsinnig gut das designt ist. Na, hier sehen wir schon eine Resident Evil typische Mechanik, und zwar durch Texte. Man sieht hier, man kann kaum was lesen, also wird man auch kaum hier Informationen hier rauslesen können. Das Spiel hat auch deutsche Texte, keine Sorge. Es hat absolut keine Sprachausgabe. Ihr seht hier tatsächlich deutsche Texte. Aufklärungsraumfahrzeug Typ Penrose. Ja, denn die zwei Entwickler, Barbara Wittmann und Juri Stern, wenn ich das richtig zusammenbekomme, haben dies fantastisch hier zusammengetragen und betreiben fantastisches Worldbuilding dadurch. Machen wir das schon mal auf? Ja. Diagnostiksystem für die kryogenische Kapsel. Ja, ich kenne diese Rätsel auswendig. Ich habe dieses Spiel, glaube ich, 5-6 Mal gespielt. Denn dieses Spiel hat auch was von Silent Hill 2 übernommen. Und zwar, es richtet sich nach deiner Spielweise, was für ein Ende du bekommst. Es gibt insgesamt ein Fake-Ende und 4 verschiedene Enden. Manche beschreiben ein einziges, was sehr schwer zu bekommen ist. Nehmen wir. Was sehr schwer zu bekommen ist, da würde ich euch empfehlen, ihr kommt da nicht drauf. Ich würde euch trotzdem empfehlen, darüber mal zu lesen, wie ihr da rankommt, aber nicht, was passiert. Denn das, was da passiert, versteht... Also ich würde auch dieses Ende wirklich erst machen, wenn ihr die anderen 3 Enden bekommen habt, weil dieses Ende macht noch mehr mit euren Gedanken und spielt mit euren, ja, mit euren Rätseln. Also beziehungsweise mit eurer, ja, wie ihr euch die Handlung zusammensetzt, denn es wird nie klar definiert. Es gibt überhaupt keine einzige klare Definition, was hier passiert, was sie hier wahrnimmt. Aber wiederum irgendwo doch. Und diese Handlung lässt euch eure Interpretation freien Lauf. Und das ist etwas, was zum Beispiel im Stile, ich würde schon sagen, also es sind ganz klare Inspirationen von Neon Genesis Evangelion, Ego Proxy vom Style her, alles, aber alles wirklich. In einem so einer Duftnote gegeben. Also wirklich so einem eigenen Stil. Übrigens, das ist die Karte. Übrigens, ihr fragt euch, warum ist das alles so unscharf? Das ist so. Das ist extra so gehalten. Es gibt sogar einen Röhrenmodus, das noch simuliert, das als würde ihr auf einer Röhre spielen. Das könnt ihr machen. Ihr könnt aber auch noch ihr könnt nochmal Bildrauschen aus- und anmachen. Ich habe aber das Bildrauschen angemacht, weil das macht es viel besser. Röhrenmodus hier, dann merkt ihr schon, alles klar, die Farben sind nicht so ganz wie auf einem modernen Fernseher, es wird nur das dargestellt, wie ein Röhrenfernseher damals zustande war. Ne? Und hier haben wir die volle Pracht. Also ich würde euch das Bildrauschen tatsächlich für das Feeling echt geben.
Ihr könnt jederzeit im Spiel das automatisch nachladen, könnt ihr einstellen. Schnelles IG, also warte, rüstet Elektroschocker automatisch aus, wenn angebracht. Achso, ja. Taktgeschwindigkeit normal, könnt ihr schnell machen. Kampfbarrierenfreiheit, es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Locker. Locker würde ich euch null empfehlen. Locker, da habt ihr ja gar nichts. Also, wenn ihr neu natürlich in diesem Ding seid, für ein lockeres Spielerlebnis, Gegner fügen weniger Schaden zu und sterben schneller. Ich würde euch normal empfehlen, für das erste Durchspielen, das wird auch, das steht hier sogar, und das für erfahrene Survival-Horror-Fans, Gegner fügen mehr Schaden zu und sind schwerer zu töten. Alles andere, Anleitung, ja, Benutzerhandbuch. Da wird alles genauestens beschrieben. Ich finde das schön. Wenn ihr euch fragt, die Retail-Fassung, die wird in Europa erst Ende Februar kommen. Für 30 Euro. Digital gibt es das für 20 Euro zu holen. Und ich kann es euch wärmstens empfehlen. Verlassen? Nope. Fortsetzen. So, das ist mein Inventar. Und Resident Evil typisch. Haben wir nur 6 Plätze und da können sich jetzt schon so viele mit beißen. Ja, das ist zum Beispiel mein Status-Ding. Da könnt ihr hier die ganzen. Also, ich kann da noch nicht viel machen, glaube ich. Ne? Modul, ja, ich kann noch keine Module, weil ich noch kein Modul habe. Wir sind natürlich noch im Intro, aber ihr seht hier den Zustand normal. Also wie in den ersten drei klassischen Resident Evil. Aber Resident Evil typisch können wir auch erstmal den Gegenstand uns angucken. Ne? Es gibt gewisse Gegenstände, wo man das wirklich benötigt. Aber sie haben das mit allen gemacht. Oh. Das ist auch wirklich alles gut intuitiv bedacht belegt. Kombinieren. So, jetzt können wir auch mit der Karte hier raus. Und diese Rätselpassagen erinnern eher so an alte PC-Klassiker wie Myst, falls ihr euch daran erinnert, oder halt der Anfang der PS, also der Anfang von gewissen PS1-Titeln, die dies noch unterstützt haben. Ich kann jetzt keine Titel nennen. Und so stilsicher und so toll dieses Spiel ist. Also, wow. Wir spielen mal dieses Intro durch. Und warum Signalis auf Platz 2 ist? Es ist eins meiner absoluten Lieblingstitel geworden. Also es ist in meinen Top 10 definitiv dabei. Also dieses Spiel hat mich so hart gehuckt. Ihr merkt schon, klassische Musik, die man kennt. So, wir sind jetzt in einer Ergo-Perspektive. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist die ganze Zeit X drücken. Also nicht gehen. Es wird auch empfohlen, also ich empfehle euch, wenn ihr den ersten Spieldurchgang durch habt, dass ihr das nochmal spielt und dann langsam setzt euch was zusammen. Dann wird euch langsam klar, alles klar. Aber es bleibt und ist ein tolles Mysterium um dieses Spiel entstanden. Und es hat, sagen wir mal, ähnliche Faszination wie so ein Silent Hill 2. Oh, allein dieser Rotton macht mich hier. Allein wirklich diese grafische Detail, dass der Schnee von oben fällt und wie er fällt und wie er liegt, ist wirklich toll. Jetzt wird es obskur. Ein seltsames Loch führt tief in die Erde. Schwaches Licht leuchtet in der Tiefe. Ist das Loch in das Loch kriechen?
Das ist auch eine Silent Hill 2. Also wirklich punktuell wirklich gesetzte wirklich geile Easter Eggs beziehungsweise Hinweise auf die Inspiration von den Klassikern. Hä? Die Wand ist weg. Warum? Wieso? Weshalb? Diese Truhe ist für das versteckte Ende. Das könnt ihr natürlich nicht jetzt haben, weil euch fehlen diese drei besonderen Schlüssel. Und dann gibt es noch einen Code, den ihr eigentlich in diesem Intro hier bekommt. Ihr seht hier eine deutsche Flagge mit einem Regime-Dings. Also das ist alles hier wirklich auch Worldbuilding toll beschrieben. Sehr eng, sehr beklemmend. Und da ist jetzt hier der König in Gelb. Ein antike anmutendes Buch liegt auf dem Tisch. Es ist, als ob es mich ruft. Der König in Gelb nehmen. König in Gelb ist in der Literatur der, ich glaube, der, ja, der das Lovecraft-ism hervorgebracht hat. Ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber daher ist auch die Inspiration hergekommen. Ich drücke jetzt mal Start. Und gebt euch jetzt mal diese Duftnote, dieses Intro. Ich muss das mal lauter machen. Tiefe Löcher werden heimlich gegraben, wo die Poren der Erde genügen sollten. Um Dinge haben gehen zu gehen gelernt, denen es zu kriechen gebührt. Erinnere dich an unser Versprechen. Wach auf. Boah, ich krieg immer wieder Gänsehaut von diesem verdammten Intro. Gott! Gott, ist das gut! Ah, einmal Übersicht von dem Level, wo wir jetzt sind. Kapitel 1: Synchronizität. Das ist wirklich Originalsprache. Also Deutsch ist wirklich drin. Elster-Einheit. Elster, Elster, ja. So, und wo startet dieses verdammte Spiel wie Silent Hill 2? In einer Toilette, wo unser Hauptcharakter in den Spiegel starrt. Leute, was soll das? Der Soundtrack ist eins mit dem Spiel. Das ist Atmosphäre pur. Es gibt keine Panzersteuerung. Also man kann es einstellen, glaube ich. Wenn ich mich... Ich muss noch mal... Warte. Steuerung. Sprintmodus. Halten. Zielmodus. Zielsteuerung. Steuerung. Süd. West. Ost. Naja, egal. Schnelles Radio aus. Zielsteuerung, also Automodus, Zielmodus halten. Ja, Spinnmodus halten. Also, ja, also man kann hier schon. Man kann hier schon. Ah ja, da renne ich. Man kann hier schon wirklich Panzersteuerung spielen.
Und ihr denkt euch hier, what the fuck is going on? Ja? Die ganze Zeit. Willkommen im S23 Sierpinski. Sie wurde ausgewählt oder haben gewählt, von E.ON nach S23 Sierpinski verlegt zu werden. Auf Leng, an der Rande des Sonnensystems, situiert. Das sind Wörter ohne Scheiß. Die habt ihr noch nie gehört. Also werden nicht so oft mehr genommen. Ist S23 Sierpinski der perfekte Ort für einen Neuanfang? In unserem renommierten Berufsschuleinlagen werden Sie neue Fähigkeiten lernen, mit denen Sie Ihre Zukunft und produktiver Bürger unserer wundervollen Nation gestalten können. Hier werden Sie alles über die kriegswichtigen Felder, Mineralgewinnung, Erzraffination und Munitionsprodukten lernen. Und somit zur Zerschlagung der Überreste des Kaiserreiches beitragen. Na, ihr merkt schon, das ist schon eine das ist schon DDR-System hier und das ist schon mal ganz klar, wo du in der Kette stehst. Und natürlich ist Lernen nicht nur Theorie. E.ON ermöglicht es ihnen, ihren Anteil zu verdienen und dabei ihr neues Handwerk direkt am Arbeitsplatz zu üben. Besorgt um ihre Familie, Freunde, früheren Kollegen, fragen sie einen Protektor nach unserem Rationsverteilungsplan. Ein Teil ihrer Rationsmark kann an einen Empfänger ihrer Wahl weitergelegt werden. Vielen Dank für Ihr Lesen. Ja. Die Oberfläche. Der Oberflächenlift. Ich muss nicht zurück. Alte Schlüsselkarte mit einer Notiz an diesem Fenster der Rezeption geklebt. Aufgrund von Personalmangel Neukünfte in Klassenzimmer 14 Nordost anmelden. Rezeptionsschlüssel, yeah. Aufgehoben. Also ich werde definitiv dieses Spiel auf diesem Kanal einmal mit euch durchspielen. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Schloss ist defekt. Ah, und jetzt kommen wir hier. Denk an die Regel der 6. Trag nie mehr als 6 Gegenstände bei dir. Privateigentum ist ein Privat. Bla. Halt deine Taschen leer. Hier wird es nochmal. Halt deine Taschen leer und deinen Rucksack leicht. Also es wird eigentlich empfohlen, pazifistisch hier umzugehen. Hier seht ihr schon. Oh shit. Eine tote Eulen-Einheit. Sie ist in schrecklichem Zustand. Entzündet aussehende Biokomponenten wölben sich aus ihren beschädigten Schale. Was könnte das bloß verursacht haben? I don't get it. Ne, also ich werde mal jetzt direkt ein bisschen hier die... Oh, da lag noch was. Eine tote Eulen-Einheit. Warum wurde sie hier zurückgelassen? Aber was toll ist, ne? Wir regen uns alle auf. Spiegel in Videospielen werden nicht genutzt. Hier. Ein verdammt kleines fucking Indie Horror Survival Horror Game kriegt das Spiegel hin. Ja? Und die meisten AAA Games kriegen es nicht hin? What the fuck? Okay. Nur mal so gesagt. Für den ersten Spieldurchgang werdet ihr so um die 12 Stunden brauchen. Das kann ich euch schon mal so sagen. Und ja, es ist diese Art von Survival-Horror-Spielen. Wenn ihr jetzt keine Fans seid von den Resident Evil 1 bis 3, beziehungsweise auch den Remakes, dann weiß ich nicht, ob dieses Spiel euch gibt, aber es ist wert, einmal gespielt zu haben. Ja. Dieses Worldbuilding wird toll betrieben. Habe ich hier noch was? Und diese Kamera, ne? Ah. Ich glaube, nur an einer bestimmten Stelle. Aufzeichnungen führen. Alles protokollieren. Denk daran, was nicht aufgeschrieben wurde, ist nie passiert. Hol dir die richtigen Formulare bei der Verwaltung und speichere deine Dateien. Ich
kann zu der Kamera nicht sprechen. Aber ihr seht schon, dieser rote Fernseher, wenn ihr euch an Silent Hill 2 erinnert, beziehungsweise Silent Hill, dann speichert es, ihr seht schon, alles ist rot und so weiter und so fort. Und wenn ich meinen Speicherstand wähle, ist alles schwarz und trotzdem rot. Was ihr nie sehen werdet, wenn ich dieses Spiel mal anspiele, werdet ihr das hier sehen. Ohne Speichern fortfahren? Du wirst es. Du wirst das noch bereuen. So, wir gehen erstmal hier hin. Ihr seht ja hier, oh, Schulzentrum, alles klar. Lauf in den Gängen verboten. Hab Rücksicht auf deine Nachbarn. Jeder kann dich laufen hören. Ja. Also hier wird ganz klar beschrieben, wie du hier dich zu bewegen hast. Wir können das gar nicht wissen. Ich gebe das jetzt auch nicht ein. Ich habe das, glaube ich, noch im Kopf ungefähr. Aber wir machen mal das nach der Regel des Spiels. Ja. Ihr seht, die Kamera verfolgt mich die ganze Zeit hier. Die Sounds, auch wenn ich auf Gitter laufe, wenn ich auf Boden laufe, wenn ich auf Gitter laufe. Also wirklich, toll gemacht. Eine Elster-Einheit. Du sollst diesen Ort verlassen. Diese Anlage ist verloren. Kehr um, bevor es zu spät ist. Ich suche nach dieser Frau. Hast du sie gesehen? Ich kenne sie nicht, aber sie könnte einer der Arbeiter sein. Ne? Alle Arbeitergestalten wurden in die Mine unter der Anlage geschickt. Falls sie noch am Leben ist, ist sie vermutlich dort unten. Es gibt einen Zugangslift zum Minenschacht, eine Ebene tiefer. Aber man braucht einen Administratorschlüssel, um ihn zu benutzen. Ich bin hier weg, sobald dieser Reparaturflicken mein Blutung stoppt. Du solltest auch abhauen. Ich weiß nicht, wer diese Frau ist, aber sie ist wahrscheinlich inzwischen tot. Wenn du immer noch gehen willst, viel Glück. Ja, ja, okay, sag uns dasselbe. Ihr merkt schon, die Musik wird langsam verstörender. Protektorschlüssel. Alles klar. Verschlossen. Klassenzimmerschlüssel benötigt. Ah, okay. Ihr müsst noch einmal ran. Und dann wird euch die Karte gleich zeigen. Ah, verschlossen, verschlossen. Gelb heißt, da braucht ihr einen Schlüssel. Blau heißt, da könnt ihr durch. Also eine recht übersichtliche Karte. Und ihr könnt euch vielleicht noch kurz erinnern. Protektorschlüssel benutzt. So, wir nehmen nicht sofort den ersten. Wir haben dann den ersten. Ne, hier könnt ihr über die Situation hier sprechen. Also lesen. Ah, hier gibt's nothing. Aber diese Spielereien hier zum Beispiel, ne? Wirklich toll. Ah, the weapon of choice. Pistole nehmen. Aufgehoben. Mikrofilmkarte nehmen. Aufgehoben. Aber jetzt habt ihr zum Beispiel, da seht ihr zum Beispiel auch, das wird super. Ich finde das super informativ. Wird sofort gezeigt, ah, ihr habt gleich zwei Plätze belegt von euren sechs. Und natürlich gibt es hier auch ein Handbuch für die Pistole. Ja. Versuch es zu erlegen. So, ihr habt aber die Waffe nicht sofort ausgerüstet. Daher müssen wir, wie Resident Evil typisch, ausrüsten.
ansehen. Der Text auf dem Film ist viel zu klein, um ihn mit den bloßen Augen lesen zu können. So, was ich toll finde hier in diesem Spiel, dieser Sound, wenn man die Waffe nimmt, man merkt sofort, sie entsichert sofort die Waffe. Und dieser Pointer hier, oh, wirklich cool, wirklich cool. Ja, und die Sounds. Ich habe keine Munition, deswegen kann ich nicht nachladen. So, unser erster Encounter. Und ihr müsst wie in Resident Evil, den Resident Evil Remakes. Warten, bis das Kreuz sich zusammenzieht. Also so kleiner wird, fokussierter, und dann werden eure Schüsse auch stärker. Dann macht ihr auch mehr Crit-Schaden. Ich habe natürlich jetzt hier, ich bin jetzt hier auf dem Survival-Schwierigkeitsgrad, da ziehen die Gegner viel mehr ab. Ich würde jetzt zum Beispiel an diesem Gegner einfach vorbeigehen, weil Munition sparen. Ich würde generell anders spielen jetzt, aber wir triggern mal alles, was hier ist. Isa Itoya. Gestalt. Oh, hallo. Sie gehören auch nicht hierher, nicht wahr? Ich bin Isa. Isa Ito. Sie sollten vorsichtig sein. Etwas stimmt mit diesem Ort nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist wahrscheinlich gefährlich, weiterzugehen. Elster. Ich verstehe schon. Sie haben auch etwas, was ich tun muss. Passen Sie auf sich auf. Ich hoffe, Sie finden, wen Sie suchen. Ich weiß nicht, ob man dieser Person trauen sollte, weil die hat hier ordentlich ein zerhackstückelt. Aber hey, Mikrofilmkarte benutzt. Benutzt. Mond und Töchter, Hochsicherheitswandtresor, numerisch. Ja, okay, das Einzige, was wir brauchen, ist 204512. Naja, die Gegner bleiben liegen, aber sie sind nicht komplett tot. Ah, das Tolle hier ist, ne, in den Remakes muss man ja alles selbstständig wegschmeißen. In den ersten alten drei Resident Evil Spielen wurde ja automatisch, wenn du es benutzt hast, immer gefragt, ob du es wegschmeißt. Wenn du es automatisch benutzt, was nicht gebraucht wird, wird es automatisch aus deinem Inventar genommen. So. Was war das? 204512. So, 2, 4, 5, 1, 2. Oh, ich hab Enter vergessen, ne? 2, 0, 4, 5, 1, 2. Ach, das ist Erase. Dumm. Da ist Enter. Leute, ihr könnt mir auch was sagen, ne? Ja, wie sollt ihr auch. Da. Enter. Ihr heißt Erase. So. Gehen wir nochmal rein. Klassenzimmerschlüssel nehmen. Alles klar. Und dann get out of here. Oh, unser Kollege ist weg. Und da haben wir zum Beispiel jetzt das erste Mal 15 Munition. Oh, die Sounds sind auch wirklich toll von den Waffen. I love it. So. Reparatur können wir aber auch
Ausrüsten? Nee, können wir nur benutzen. Ja, das verbraucht alles Platz. Ansehen. Tatsächlich bringt das hier nichts. Nur mal so, falls die Leute denken jetzt, ha, wie in Silent Hill 2, sehr oft das Foto ansehen. Ich habe es auch erstmal am Anfang gemacht. Kleiner Tipp, diese Spielerei macht das aber nicht. Das wäre ein bisschen zu weit. Und wieder ein schwarzes Loch. Tja. What we do? Ich kann die Kamera nicht direkt anziehen. Ein Loch im Boden. Sieht aus, als ob ich gefahrlos unterspringen kann. Das Loch in das Loch springen? Leider ja. Ja, die Atmosphäre hier wird hardcore weiter aufgebaut. So, erstmal gucken. Okay, wir können hier nicht durch. Wir können da nicht durch. Die Decke ist eingestürzt, kein Weg durch. Alles klar. Dann gibt es nur die Wege, die man hier mal benutzen kann. Okay, da geht's nicht durch. Westflügelschlüssel. Fahrstuhl. Aber hier sieht es auch wirklich morsodig aus. Und das nehmen wir mal mit. Wartungsschlüssel nehmen. Falls ihr euch fragt, ist hier was? Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Ich kann immer noch mit der Kamera nicht sprechen. Ich hatte mal ein, zwei mehr Situationen, wo sie gesagt hat, hä, die Kamera beobachtet mich. Warte, steht hier was? Ach so, das ist die Karte. Also das ist so der Wegbeschreiber. Entwickelt von der anderen Seite. Also typisch Resident Evil mäßig öffnet sich das hier. Na? 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 Oh. Aber hier sind nur Geschichten drin. Ich kann euch schon mal sagen, hier sind nur Geschichten drin. Nichts weiter. Na, also das sind nur Ventilatoren. Hier könnt ihr viel mehr über die Bergarbeiter hier erfahren. Also hier sind keine wichtigen Informationen. Ich werde das natürlich, wenn wir spielen, ganz in Ruhe mit euch durchgehen. Und das wird alles natürlich protokolliert. Hier noch mehr Story. Das ist natürlich alles ein Ball der Spieler. Ne? Wartungsformular, damit ihr wisst, was hier passiert ist. So, und hier kommt schon das erste Rätsel. Ne, wenn ihr den Wartungsschlüssel nicht habt. Wartungsschlüssel benutzen. Auf jeden Fall. Und let's go zum Rätsel. Dieses Rätsel ist immer random generated. Okay. Also das muss ein bisschen runter. Okay. Das muss auch ein bisschen. Das muss 1, 2 hoch. Und das muss auch ein bisschen hoch. Und voilà. So, hier. Es gibt manchmal Räume, wo hier nichts ist. Wo hier keine Atmosphäre ist. Einfach still. Da denkt man, hä, kommt gleich ein Jumpscare. Es hat keine dummen Jumpscares. Zum Beispiel. Ja, oder unnötige Jumpscares, die jetzt unbedingt sein müssen. Dieses Spiel
Spielt damit nicht. Ah. Reparaturflicken. Und hier. Hier kommt another Gameplay Mechanic from the Resident Evil Games. Und ohne Speichern Wort führen. Ja. Ja, aber ich würde sagen, ich zeige euch nicht mehr von Signalis, denn wir werden es ja so oder so auf diesem Kanal nochmal spielen. Und ja, um die Faszination von Signalis gut einzufangen, ist es schwer zu beschreiben, warum es Platz 2 ist. Aber ey, diese Story und wie es dich packt und dieses Gameplay und dieses Survival-Horror-Gameplay und dieses, ja, dass das heute geht. Und das ist vor allen Dingen von zwei Hamburgern, von Hamburger, oh Mann, 41 Minuten. Aber hey, es ist mein Platz 2. Und von diesen zwei Hamburger Entwicklern mit natürlich zwei Interpreten, die diesen Soundtrack noch mit komponiert haben und natürlich Unterstützung, das auch in Japan gepublished wurde. Natürlich in Japan hat die erste physische Retail-Version bekommen zum Release. Das kam, glaube ich, im September raus. Und ja, falls ihr die Faszination von diesem Spiel genauer wissen wollt, ich empfehle euch nochmal, ich blende nochmal dieses Bild, dieses Thumbnail ein, und ich verlinke auch zu diesem Video am Ende. Guckt euch dieses Video an und wenn ihr von Speckobst nicht überzeugt seid, dann ist es vielleicht auch kein Game für euch. Aber auf jeden Fall, Signalis ist eine Liebeserklärung an alte klassische Survival-Horror-Games. Dieses Spiel zeigt einfach, entsetzt, ja, ist ein kleines, schönes Meisterwerk in meinen Augen. Und das entgegen aller Spieletrends heutzutage. Und es zeigt auch heutzutage, es muss nicht die krasseste Grafik haben, es muss einfach nur ja, Leute haben, die Fans sind, also definitiv das Genre verstanden haben und darum ein gelungenes Gameplay zu bauen. Mit einem sehr eigenen Stil, mit einem eigenen Soundtrack, mit einer eigenen Stimmung und einer Story, die, ja, man kann schon vielleicht sagen, die ist schon sehr banane. Und man wird nie die richtige Antwort finden, also beziehungsweise nie die eine richtige, klare Richtung haben, aber das, was man da erlebt, ist eine Erfahrung ziemlich wert. Ich habe dieses Spiel sehr, sehr oft durchgespielt, um wirklich alles zu erfahren von diesem Spiel. Ich habe, glaube, dieses Spiel war in den ersten 2, 3 Wochen ein Teil meines. Ich konnte nur noch an dieses Spiel denken. Ich habe die Musik gehört, diese Vibes und wahnsinnig toll. Ich bedanke mich auch an meinen besten Freund Turbo. Also Torben Hegert, dass ich das im Game Pass probieren durfte. Ich weiß nicht mehr, ob das im Game Pass noch drin ist, aber ich durfte dieses Spiel spielen und allein dieses Intro setzt eine sehr große Duftnote. Und wenn euch das schon gefallen, wenn euch das schon gefällt, dann bitte, bitte, wie gesagt, 20 Euro, kostet nichts. Ansonsten wartet, bis die europäische Retail-Fassung kommt. Am Ende Februar. Ich habe es mir vorbestellt. Ich will diesen Entwicklern wirklich alles alles Erdenkliche unterstützen. Und die haben allen Lob verdient, denn so ein Spiel wie Callisto Protocol stinkt einfach gegen so ein klassisches Survival-Horror-Game meines Erachtens ab. Und viele sagen, ja, Survival-Horror war im Jahr 2022 nicht da. Hier! Ein deutsches, verdammtes Spiel, was in 8 Jahren Planung wirklich gut durchdacht, mit einer eigenen Vision, mit einer eigenen Atmosphäre, einem tollen Gameplay und eine, ja, moderne Modernisierung des klassischen Survival-Horror
Spielbarkeit der alten klassischen Resident Evil Spiele mit ein bisschen der Remake-Mechanik durch das Kämpfen bzw. durch das Schießen gepaart mit der psychedelischen Atmosphäre eines Silent Hills und natürlich Anime-Anleihen einer alten Retro-Sci-Fi mit einem deutschen, mit einer deutschen Militär, also Stasi-mäßigen Regime. Man merkt, also Bürokratie, also und so, so trotzdem, wie gesagt, Neon Genesis Evangelion, Ghost in the Shell, also sehr philosophische Dinge, Der König in Gelb. Das alles ist natürlich ziemlich viel, aber es ist, es hat so eine eigene, ja, wie gesagt, holt es euch. Ich kann es euch nur empfehlen, Leute, spielt Signalis auf und probiert es mal aus. Wenn es euch nicht hookt, ist es dann vielleicht nicht euer Ding, aber es ist sehr wert, gespielt zu haben, vor allen Dingen für die Erfahrung. Und ja, der Survival-Horror lebt durch dieses Spiel. Definitiv. Okay, das wäre mein Platz Nummer 2. Und ich kann nicht sagen, warum das auf Platz 2 ist. Manche Leute werden hier sagen, Alter, bist du bescheuert? Manche werden sagen, okay, kann ich vielleicht verstehen. Aber kommen wir zu meinem Game of the Year. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu meinem Platz Nummer 1 und meinem Game of the Year 2022, A Plague Tale Requiem. Warum dieses Spiel über Signale steht und warum dieses Spiel über alle Spiele steht, ist dieses Spiel ist einfach dir Blockbuster, also das ist einer der Blockbuster-Titel, die so verdammt rund sind, die mir das gegeben haben und dieses Gefühl gegeben haben und ein tolles Erlebnis gegeben haben. Alleine diese Musik. Alleine diese Musik suggeriert schon auf ein großes, episches, dramatisches Abenteuer. Und das ist nicht einfach dahergesagt, sondern... Achso, ja, weil ich die physische Version geholt habe, habe ich da so kleine Extras. Ihr habt wirklich tolle Einstellungseingaben. Ja, ich bin einer, der die deutsche Sprache wirklich mag. Übrigens, die französische Stimmen sind eigentlich der O-Ton. Ich habe es nie im Französisch gespielt. Wir werden es mal tun. Untertitel anzeigen. Ja, bitte. Untertitelsprache. Ja. Und mein Controller ist leer. Sorry dafür. Moment, Moment, Moment! Natürlich. So, jetzt habe ich erstmal meinen Fighting Commander. Mal gucken, ob ich damit klarkomme. Weitere Optionen. Also ihr habt verdammt viele Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt euch so das individuell machen. Ja. Das Zielen und so weiter und so fort. Gameplay. Ja, ihr könnt euch wahnsinnig viel einstellen. Also Chapeau dafür. Ich bin ein Fan davon, dass man hier seine Einstellungsmöglichkeiten so machen kann. Neues Spiel. Ah. Und ich weiß nicht, ob es eine Fortsetzung geben wird. Ich gebe euch mal nur... Okay, technisch ist dieses Spiel gelockt auf 30.
FPS. Aber wer natürlich den Vorgänger gemacht hat, der wird auch das mögen, definitiv. Und das ist so eine Steigerung. Man merkt einfach, hey, die haben sich hingekniet. Die Technik ist um 1000 Jahre besser. Vous êtes trop rapide pour moi. Allez, le sorcier, attrape-nous. Ralentis, tu vas épuiser notre méchant. Ça, c'est ta tour. Elle est maléfique. Ça lui arrive d'être fatigué. Ich meine, dieses Spiel drückt alle Knöpfe bei mir. Le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit tout faire pour l'épuiser. Dieses Spiel wirkt einer... Sois fort, sorcier. Le combat est loin d'être terminé. Votre mère va se demander où on est passé. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Oui. Ich glaube, ich werde nochmal den Vorgänger auf Französisch mal spielen und irgendwann mal noch den zweiten. Aber guckt euch das an. Un château. Un château? Bon, très bien. Allez, on court. Danke, Spiel, dass du mir sagst, was ich für Knöpfe drücken muss. C'est moi qui suis comme un bœuf. C'est bon pour toi. Auf jeden Fall, Soundtrack-technisch macht dieses Spiel wirklich fantastische Arbeit. Was ich sagen muss, ist, auch die innerliche, also wie gesagt, die Grafik-Engine. Falls ihr euch fragt, wie viel... 6 Monate. 6 Monate spielt das nach dem ersten Teil, also es ist nicht viel Zeit vergangen. Das ist wahrscheinlich auch ein Kritikpunkt, den ich sage, okay, ich hätte gerne mehr, dass Zeit vergangen wäre. Amicia wird ein bisschen krass charakterisiert, die hat auch viel Scheiße erlebt. Wundert mich nicht in dieser Zeit. Die Geschichte, die Story, wenn man eins sagen muss, also ich finde, die Story ist genau das, was ich erwartet habe. Die Story, alles, und es macht auch Sachen, also es fügt Sachen ins Gameplay ein. Scheiße, ich kann die, das ist nämlich the beauty of the fighting commander. Oui. Et je vais te transformer en scarabée. Amicia, il est trop fort. Il faut qu'on se cache. Oui. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, roi Hugo et... Amicia l'Amazone. Évidemment. Alors maintenant, filez. Viens, Amicia l'Amazone. On doit trouver une bonne cachette. Bien, gardons-le à l'œil maintenant. Oui. Auf jeden Fall. Ja, bleiben wir mal versteckt, egal ob er uns findet. Mir geht es nur darum, weil ich ja jetzt DLC habe, hier ist das Spiel suggeriert, dass du hier das Hugo's Hybarium im letzten Spiel alle 13 Blumen gefunden hast. Dieses Spiel nimmt dich wahr. Also wenn ihr, könnt ihr diesen Nachfolger spielen, ohne es tatsächlich zu verstehen. Es gibt so 3-4 Sachen. Es gibt vielleicht 3-4 Sachen, wo man wirklich sagt, ja, die man nicht verstehen kann, aber sonst... Ich sage, spielt den Vorgänger, den gibt es auch für die PS5 mit besserer Optik. Es ist ein wenig ein anderes Spiel. Dieses Spiel... T'es trop méchant. Allons, gardez courage. Trop facile. Bon, je vous donne une seconde chance. Il faut qu'on se déplace pour rester hors de vue, mon roi.
Ja, ich werde jetzt nicht sehr viel mehr vom Spiel zeigen. Ich wollte jetzt einmal nur kurz rein. Jedenfalls, bleiben wir hier bei dieser wunderbaren Musik. Also, A Plague Tale bleibt weiterhin auch ein fantastisches Action-Adventure. Es hat genug Spektakel drin, ähnlich wie ein Uncharted-Game, was wirklich toll ist. Für mich war das beste Action-Adventure in diesem Jahr, weil du erlebst ein richtiges, tolles Abenteuer, wo die Location sich so schnell und so oft wechselt, wie in keinem zweiten Game, was in 2023 rausgekommen ist. Und das macht es alles, ja, okay, es ist sehr videogamey, ja, du musst ein paar Sachen machen, die du halt machen musst. Es gibt ein paar Trial-and-Error-Sachen, die Schleichgebiete sind um einiges breiter, bieten dir mehr Möglichkeiten. Es ist aber auch ein Tick zu viel, muss ich persönlich sagen. Die Story, die entwickelt sich fabelhaft. Es wird mystischer, es geht viel mehr in die Tiefe rein, es verbringt sehr viel Zeit auch mit der Charakterentwicklung von Amicia. Klar, man kann sich daran stören, man kann sich aber auch daran erfreuen. Es macht no shit weiterhin, also es ist weiterhin dieselbe Konsequenz wie im ersten Teil. Es zeigt einfach unschöne Sachen. Das Kampf-Gameplay, ich muss persönlich sagen, das Kampf-Gameplay ist sowohl die größte Stärke als auch die größte Schwäche in diesem Spiel. Und es ist wieder so ein Platz 1, wo ich wieder nur beim Menü bin, weil ich kann von diesem Spiel nicht viel zeigen, weil egal wie viel ich von diesem Spiel zeige, ist ein Teil des Erlebnisses von diesem Spiel. Man kriegt definitiv noch weitere Charaktere im Laufe des Abenteuers zu sehen. Und alles ist so gut in diesem Spiel drin. Also dieses Abenteuer, was da passiert, wie das eingearbeitet ist, das lässt mich richtig in diesem Land, in diesem Gebiet, wo ich gerade bin, richtig gut erleben. Ihr kriegt daher zu einem gewissen Punkt kriegt ihr wirklich tolle Bilder. Ihr kriegt wirklich tolle Landschaftsbilder. Tolle Dialoge und naja, ich will jetzt nicht sagen, es ist eines der besten Action-Adventure aller Zeiten, also so hoch würde ich das jetzt nicht geben, aber es ist ein Blockbuster-Spiel, was man sich echt bedenkenlos holen kann. Wenn ihr eine Xbox hattet, habt ihr das sowieso dann anscheinend angespielt und es gab auch Momente, das inszeniert wurde, wo ich sage, dieses Spiel weiß, wie es sich zu inszenieren hat und die Fähigkeiten und die ganzen Sachen, wirklich Quality of Life Verbesserung. Die Trial and Error Sachen und wie gesagt die Kampfmechanik, das sind so Sachen, das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Wenn man aber sich damit arrangieren kann, dann erlebt man schon ein gutes Gameplay, aber das ist trotzdem die größte Schwäche und sowohl auch die größte Stärke in diesem Spiel. Und die Optik ist toll. Wenn man sich nicht jetzt dann stört, dass das nicht jetzt flüssige 60 FPS sind. Das Spiel stottert noch immer ab und zu. Also ich habe es hier auch gemerkt, immer noch im Intro. Das ist ein bisschen schade, aber das quengelt jetzt nicht an der Qualität, wie dieses großartige Abenteuer, das euch dieses Spiel... Also es ist wirklich... Also dieses Spiel suggeriert euch, das ist ein verdammtes Abenteuer. Eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle. Mit tollen spektakulären Szenen. Die Ratten sind besser als je zuvor. Und... es erlebt ein Ende, wo man sagen kann, mal gucken, ob es einen weiteren Teil geben wird, aber dies ist ein Finale um Amicia und Hugo, das ich tatsächlich nicht missen will.
Und A Plague Tale Requiem war für mich das beste Videospielerlebnis neben Signalis. Also Signalis und A Plague Tale Requiem waren die besten Videospiele 2022 für mich, die mir immer noch dasselbe Gefühl gegeben haben, wo ich sage, das hier ist so ein verdammt gutes Spiel. Weil hier, in diesem Spiel, kriegt ihr ein verdammt gutes Abenteuer mit einer soliden, mit einer sehr guten Technik, einer Spielbarkeit. Natürlich, Stealth-Freunde werden sich auch freuen, denn Plague Tale ist auch relativ leichtes Stealth-Gameplay. Also es ist jetzt kein Metal Gear Solid 5, um Gottes Willen, nein. Aber in dem Kontext, wenn ihr Plague Tale gespielt habt, dann ist Requiem... Ich finde es schade, wie gesagt, ich hätte gerne mehr Zeit vergehen lassen, damit die Charaktere doch vielleicht ein bisschen mehr erfahren haben. Aber trotzdem, Amicias Charakterisierung über das Spiel, über ihre Probleme und Hugos Problem und so weiter und so fort. Wenn ihr euch darauf einlassen könnt, dann kickt ihr einen wirklich... Das beste Action-Adventure-Game vom Jahr 2022. Soundtrack-technisch wirklich toll, also wirklich großes Kino. Großes Kino. Also ich kann euch dieses Spiel wärmstens empfehlen und genauso wie Signalis. Leute, spielt Signalis, spielt dieses Spiel, holt es euch, egal für welches Geld, irgendwie im Sale oder was auch immer, oder ihr habt eine Xbox und ihr könnt es zocken. Beide Spiele hoffentlich noch im Xbox Game Pass, dann spielt es, Leute. Und ja, und A Plague Tale Requiem ist und bleibt mein Spiel des Jahres 2022. Denn dieses Paket ist, ja, das Blockbuster-Game dieses Jahr. Und Signalis, ja, ist sehr nah dran. Meine Gott, ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich würde sagen, Leute würden sich schon ein bisschen mehr stören an das scheiß Item. Ding, was natürlich sich mitbringt mit dem klassischen Survival-Horror-Spiel. Daran können sich viele Leute stören. Aber ja, A Plague Tale Requiem hat gezeigt, also zeigt für mich, Action-Adventure-Spiele gibt es da draußen noch und ich finde es toll, dass dies ein Ende gefunden hat. Mal gucken, was vielleicht weiter mit der Marke passiert. Und Signalis, ich hoffe, von Rose Engine, so wie das Team um Barbara Wittmann und Judy Stern heißt, zwei Homburger Jungs. Da sieht man, also ich meine, ich will jetzt sagen, A Plague Tale Requiem ist definitiv ein Blockbuster-Titel. Definitiv dieses Jahr gewesen. Der erste war schon mehr ein Geheimtipp, tatsächlich, aber das Spiel hat sich so hoch gesteigert, und man, die haben das Geld richtig gut eingesetzt. Wie gesagt, die größte Schwäche, sowohl auch die größte Stärke, ist auch das Kampfsystem. An dem Gameplay wurde jetzt nicht großartig viel gemacht, aber es ist, es integriert sich wahnsinnig gut rein. Und die Gefühle, und wenn ihr euch, ja, die Charaktere, wie gesagt, wenn ihr Bock auf ein tolles Adventure habt, ey, ihr kriegt es. Ihr kriegt es, ja. Und es ist wunderschön gemacht. Wenn ihr mal durch die Provence wolltet, hier, dieses Spiel bietet euch tolle Bilder, auch am Ende, wo es dann sich steigert. Klar, man wird sich nachher am Ende die Frage stellen, war das alles nötig? Wenn man drüber nachdenkt. Aber trotzdem überträgt es dieses Gefühl wirklich toll und ja, ich weiß, ich finde kein Ende, aber A Plague Tale Requiem ist mein Game of the Year 2022, genauso wie Signalis, also ich weiß nicht, 1 und 2, A Plague Tale Requiem ist halt das Blockbuster-Spiel, was ich euch einfach um die Ohren schmeißen will. Und Signalis ist das Spiel, ist das Survival Horror, also das Spiel, wo ich sage, hey Leute, dieses Spiel hat auch was auf dem Kasten. Und ja, was soll ich sagen? Das wär's mit dieser Ranking Stage. Es werden jetzt erstmal weitere Street Fighter 6 Videos folgen.
Danach, nach den Street Fighter 6 Close Beta 2 Videos, wird noch eine Runde DNF Duel kommen. Und ja, dann schauen wir mal weiter, was wir dieses Jahr machen werden. Ich habe da so einiges in Planung. Ich habe das schon, glaube ich, so im Gefühl, was ich dann durchspielen werde. Signalis wird es noch nicht sein, aber da werde ich später in einem anderen Gameplay was zeigen. Aber es wird weiterhin ein Survival-Horror-Titel sein. Also Survival-Horror-RPG. Manche Leute werden schon vielleicht wissen, die auf meinem Kanal schon was gesehen haben. Es wird definitiv eine Fortsetzung von einem ersten Teil sein, der neuerdings ich letztes Jahr zum ersten Mal durchgespielt habe. Aber ja, das ist ja hier nicht Thema. Ich hoffe, also ich beende. Das wär's mit diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like da und ein Kommentar, was eure Top-Spiele 2022 sind. Seid ihr d'accord damit, wie ich diese Spiele finde? Oder seid ihr nicht d'accord? Was sind denn eure sonst Top 14 oder Top 10 oder Top 5 Games oder eure Spiele des Jahres 2022? Bitte in die Kommentare. Ich beantworte sie so alle wie schnell wie möglich. Auf jeden Fall, wenn ihr Spaß an meinen Ranking Stage jetzt hattet, hier kommt gleich dann eine Playlist, wo ihr die letzten Jahre gucken könnt. Und ansonsten, wenn euch nicht nur das gefallen hat, hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Puh, okay, ich glaube, mehr kann ich zu diesen zwei Titeln nicht sagen und zu meinen Top 14. Es war wirklich eine sehr, 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 sehr schwere Auswahl für diese Liste. Also an dieser Liste habe ich sehr lange gesessen, sehr lange angestarrt, um die richtige Wahl zu treffen. Und ja, ich bleibe dabei und das sind auch meine Gefühle zu diesen Spielen. Und ich fühle sie so, also ich gebe so meine Gefühle wieder, wie ich es gerade wirklich verspüre. Und ja, ich würde sagen, ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir sehen und hören uns wieder da, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Und ansonsten reingehauen.